Heute gibt es einen Mega-Haul. Ich habe so viele neue Düfte, die ich euch zeigen muss. Hey, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Lini, ich spreche gerne über Parfum und ich habe sehr viele Parfums, die ich euch noch nicht auf meinem Kanal gezeigt habe. Manche habe ich schon länger, manche habe ich erst ganz frisch. Und das sind alles Düfte, die noch nie in einem Video von mir vorgekommen sind. Und weil es so viele Düfte sind, machen wir das heute mehr so Speed-Review-Style. Fangen wir mal gleich an mit dem ersten. Das ist der Irish Leather von Memo Paris. Den habe ich jetzt ganz neu. Den habe ich zusammen mit einem Zuschauer getauscht auf Parfumo. Und der ist spitze. Das ist ein Leder-Iris-Duft mit einer ganz schön bitter-herben Wacholderbeere, etwas Mate. Und das Mate kommt echt schön raus. Also er hat durchaus schon ein bisschen frischen Tee-Charakter, ein bisschen grasig. Wir haben noch Muscatella-Salbei und eine Tonkabohne in der Basis. Und die kommen dann aber erst so richtig schön raus im Drydown. Also er ist, würde ich sagen, schon ein frischer, maskuliner, semi-grüner Lederduft mit einer ganz schönen, tollen Irisbutter. Super angenehm für den Alltag. Etwas gefälliger als Gentle Fluidity Silver, aber dieselbe Richtung. Und erinnert mich auch so ein ganz, ganz klein wenig an Terre d'Hermès, aufgrund der grünen Töne. By the way, was ich übrigens auch neu habe, ist dieser Seidencardigan hier. Und zwar ist der von Lily Silk. Und Lily Silk ist auch der Sponsor des heutigen Videos. Zum wiederholten Male. Beim letzten Mal ist es anscheinend ganz gut bei euch angekommen. Und da haben wir gesagt, machen wir das gleich nochmal. Ich trage mittlerweile echt oft Klamotten von Lily Silk in meinen Videos. Also nicht nur in meinen Videos, natürlich auch in meiner Freizeit. Aber in den Videos seht ihr sie. Und Lily Silk ist eine Firma, die hat sich spezialisiert auf die Herstellung von Seidenbekleidung. Und sie machen alles mögliche aus Seide. Nicht nur Blusen und Hemden, sondern auch Hosen, Bettwäsche, Pyjamas, Scrunchies, Kissenbezüge und so weiter. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und das Teil, was ich heute anhab, das besteht vorne, dort wo ihr den Print seht, aus 90% Maulbeerseide mit 10% Spandex. Und die Ärmel und auch die Rückseite des Cardigans sind zu 100% aus Wolle. Also ihr findet bei Lily Silk nicht nur Seidenteile, sondern auch Teile aus Wolle und Kaschmir. Das Tolle an diesen natürlichen Fasern ist, dass sie sich nicht nur super luxuriös auf der Haut anfühlen, das ist ein richtig schönes Tragegefühl, sondern auch gleichzeitig atmungsaktiv sind und man schwitzt einfach nicht so sehr wie in synthetischen Klamotten. Kein Vergleich zu Polyester, Polyamid, Polyacryl, überall wo ihr Poly seht, das ist immer synthetisch. Und natürlich schwitzt man nicht so viel, weil sie atmungsaktiv sind. Also es ist wirklich viel angenehmer durch den Tag zu gehen, jetzt insbesondere im Sommer, wo es warm ist. Die Firma macht sich nicht nur viele Gedanken zur Nachhaltigkeit, sondern setzt das Thema auch echt schön um. Bei der Gewinnung der Seide zum Beispiel wird sehr viel weniger Wasser verbraucht als bei der Baumwollherstellung. Und im Sinne der Zero-Waste-Initiative werden auch die Textilüberschüsse weiterverarbeitet zu anderen Produkten, zum Beispiel zu Scrunchies oder auch zu den Schlafmasken. Und es geht noch weiter, wenn ihr dort bestellt, dann könnt ihr einerseits wählen zwischen einer umweltschonenden Verpackung oder einer Geschenkverpackung, wobei natürlich auch die Geschenkverpackung wiederverwendbar und auch recycelbar ist. Alle Teile, die ich im Video gezeigt habe, habe ich euch natürlich unten in der Beschreibung verlinkt. Schaut mal rein, ich habe natürlich wieder einen Rabattcode für euch. Und dann wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Stöbern. Als nächstes habe ich einen Molinar für euch, und zwar den Mirea. Der erstrahlt in einem neuen Gewand, der war früher in einem anderen Flakon. Und der hat echt instant gute Vibes. Der hat mich sofort erinnert an das Parfum von der Mutter von einer Freundin. Ich habe so starke Erinnerungen an die, weil die uns damals unseren ersten Alkohol gegeben hat, als wir 12 waren. Da hat sie uns ein Campari O gemacht. Das war mein erster Berührungspunkt mit Alkohol. Und anscheinend hat mein Gedächtnis dann auch direkt ihren Geruch eingespeichert. Auf jeden Fall ist der überhaupt nicht mütterlich, muss ich aber sagen, sondern eher fruchtig, spielerisch, frisch, blumig, gefällig, aber nicht belanglos. Finde ich jetzt persönlich nicht besonders nischig, sondern eher mainstreamig. Und im Drydown wird der dann immer gefälliger. Ihr kriegt auch eine leichte Synthetik, aber er bleibt immer angenehm. Und ich finde auch die Flakons echt richtig süß. Ich merke gerade, ich habe lauter verschiedene Marken. Keine Marke wiederholt sich hier. Der nächste ist von Lengling und heißt El Pasajero, also der Passagier. Das ist ein ganz schöner, sehr gechillter, frischer, leicht aquatischer, bisschen blumiger Sommerduft. Unisex würde ich sagen. Schöne Hedion-Note, etwas Magnolie. Die Aquatik gibt der Seetang, bisschen Vanille mit dabei. Also wir haben eine Süße, eine Frische. Und eine sehr, sehr schöne Osmanthus-Note. Der Osmanthus ist so ein bisschen der Star in dem Duft. Und das ist echt ein toller, einfach um ihn im Alltag zu tragen. Super angenehm, auch so ein bisschen leicht grün. Gibt echt nichts dran auszusetzen.
Und ist aber jetzt auch einer, der nicht so einen starken Charakter hat, dass er einem für immer im Gedächtnis bleibt. Das ist mehr so einer, ich fliege unterm Radar und ich bin ein bisschen schick und ein bisschen frisch sommerlich. Bleiben wir mal sommerlich. Der nächste ist einer, den habe ich mir selber gekauft, im Gegensatz zu den meisten anderen hier. Also die meisten Düfte wurden mir zugesendet. Den habe ich von meinem hart erarbeitenden Geld selber gekauft und das ist der Greenlee von Parfum de Marly. Und ich habe den eigentlich gekauft, um ihn meinem Mann anzudrehen. Ich hätte gerne gehabt, dass er ihn trägt. Aber es ist nicht so sein Ding. Der Julius steht leider nicht so sehr auf grüne, frische Düfte. Ah, und er hat aber auch eine schöne Zitrik. Also ist grün, frisch, zitrisch, ganz ein bisschen apfelig, schön holzig, ein bisschen prickelnd, kleines bisschen herb, paar Eichenmoos, Tönchen sind noch dabei, ein bisschen Petitgras, also auch ein bisschen bitter, aber auf die beste Art. Ich würde schon sagen, er ist eher maskulin, ich denke aber, den könnten auch Frauen tragen und es ist so ein richtig toller Sommererfrischer. Also perfekt fürs Büro. Von den ganzen frischen Marlies mag ich den am liebsten, glaube ich. Der ist so diese Idee noch vor dem Sedley, obwohl ich den Sedley auch schön finde. Die Haltbarkeit für so einen frischen Duft ist okay, kriegt so 6-7 Stunden und ich finde ihn wunderschön. Als nächstes kommt ein Duft von einer noch recht unbekannten Marke, zumindest denke ich, dass es noch recht unbekannt ist. Und es geht auch wieder um den Sommer, allerdings diesmal Sommer im Himalaya. Und der Duft heißt Summer in Paro und ist von der Marke Himayomo. Und der ist interessant, die haben 4 Düfte und jeder Duft dreht sich um eine Jahreszeit an einem Ort im Himalaya. Und die Düfte sind überhaupt nicht so, wie wir die Jahreszeiten interpretieren würden. Ja, wie sich bei uns der Sommer anfühlt, ist nicht, wie sich dort der Sommer anfühlt. Genauso wenig der Herbst, der Winter vielleicht schon. Aber das hier ist ein sehr, sehr, sehr harziger, Patchouli, Honig, sehr balsamischer und leicht pfeffriger Duft. Also wenn man Summer in Paro hört, dann ist das nicht das, was man sich vorstellt. Und es ist für mich tatsächlich eher ein herbstlicher Eindruck. Also er ist halt so balsamisch, ist was, wenn man was irgendwie Trostspendendes sucht, was zum Wärmen braucht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, die Duft-DNA catcht mich nicht komplett. Das ist jetzt keiner, wo ich sagen würde, kauf den blind. Das ist einer, wo ich sagen würde, ihr könnt den probieren. Mein Fall persönlich ist es nicht so sehr. Ich bin einfach nicht so der harzige, balsamische Typ. Ist jetzt gerade auch nicht die passende Jahreszeit für den, aber es gibt andere Düfte aus der Linie, die mir sehr viel besser gefallen. Und weil wir gerade schon so harzig, fast rauchig unterwegs waren, finde ich, passt da jetzt ganz gut einen, der ist jetzt nicht neu, den gibt es schon eine Weile, nur der hat bisher in kein Themenvideo richtig gepasst, deswegen zeige ich ihn euch jetzt. Und zwar ist es der Berserker von Marc Gebauer. Und das ist ein sehr, sehr, sehr gut gemachter Weihrauchduft. Auch natürlich wieder übelst stark. Und ja. Es ist weniger der Weihrauch, den ihr in der Kirche spürt, sondern mehr die Kombination mit Tannennadeln. Es sind zwar keine Tannennadeln in den Noten, wir haben Eukalyptus und wir haben vor allem auch rauchige Noten, aber das ist ein Kombi für mich. Riecht eher dann so nach Fichtenwald mit schon ein bisschen Synthetik und Animalik. Und ich habe keine Ahnung, wo die Animalik herkommt, aber es ist definitiv erfrischend, abkühlend auf eine nicht zitrische, sondern eben so mehr so dunkle, waldmäßige Art. Ansonsten stechen da für mich keine weiteren Noten mehr heraus. Ich denke, das ist ein sehr gut gemachter Duft für eine sehr spezifische Zielgruppe, nämlich Männer, die ein bisschen rauchig-waldig riechen möchten. Dann als nächstes haben wir einen Duft von einer ganz neuen Marke, und zwar heißt sie Khalil Tee. Und der Duft heißt Kryptonite. Den habe ich auch schon in meinem Livestream verschenkt. Das ist ein extrete Parfum und den gibt es noch nicht mal auf Parfumo, so frisch ist der anscheinend. Und das ist eine ganz andere Richtung. Das ist ein süßer, orientalischer Duft. Also ganz so ein bisschen Richtung Rossendo Matteo Nummer 5, aber ohne die Gartennelke. Aber auch so ein bisschen würzig. Ich würde mal unterstellen, Safran, vielleicht ein bisschen Koriander. Definitiv eine super starke Tonkabohne. Was Mandeliges. Ja, mandelig, nicht marzipanmäßig. Super schön. Also Tonkabohne ist so ein bisschen der Tonangeber. Zusammen würde ich sagen mit einer Vanille. Ich weiß es wie gesagt nicht genau. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut auf der Website. Aber er wirkt so orientalisch süß. Ein bisschen würzig. Sehr unisex. Eher was vielleicht für die kältere Jahreszeit. Sehr gut gemacht. Hält sich sehr lange und erinnert mich an irgendeinen Duft, den ich kenne. Aber es ist nicht nur der Rossendo Matteo Nummer 5. Ah ja. Erinnert mich ganz ein wenig auch an Rouge Smoking. Diese Kirschnote haben wir hier mit drin.
Die kommt schön. Und Mandel und Kirsche ist ja auch oft was, was Hand in Hand geht. Manchmal haben diese Mandelkomponenten auch noch so ein bisschen dieses Kirscharoma mit dabei. Und ja, das in Kombination mit der Tonkabohne ist ein wunderschöner orientalischer Gourmand. Den mag ich gern. Den finde ich richtig gut. Ich weiß jetzt nicht den Preis, aber schaut mal in die Beschreibung. Da habe ich einen Link für euch. Jetzt kommt ein Curveball. Das ist einer, den konnte ich am Anfang gar nicht leiden und jetzt mag ich ihn irgendwie. Und zwar heißt er Sonic Flower von Room 1015. Und es ist ein sehr femininer, pudriger Iris-Möhrensamen-Holzduft. Also das Kaschmirholz in der Basis kommt schön raus. Wir haben ein bisschen Ambroxan. Er ist schon wirklich synthetisch. Aber wir haben auch diese schönen Iris-Möhrensamen-Kombi. Und die zusammen mit auch so ein bisschen Frucht. Und das kann man schon tragen. Der ist sehr feminin, ein super Büroduft, glaube ich. Angenehm einfach. Also nicht zu süß, nicht zu blumig, nicht zu weißblütig, obwohl Iris mit drin ist, sondern eben mehr so buttrig, ein bisschen Süße und eben Holz und Moschus in der Basis. Da kann man eigentlich auch nichts falsch machen. Also den könnt ihr euch mal anschauen. Ich habe ein bisschen gebraucht, um mich für den aufzuwärmen. Ich fand ihn mal am Anfang recht belanglos. Dann habe ich ihn ein paar Mal getragen und dann hat er mir sehr gut gefallen. Aber es ist definitiv einer, der so ein bisschen unterm Radar fliegt zuerst. Haltbarkeit von dem ist auch eher schlecht, das heißt, ihr könnt ihn ruhig ordentlich dosieren. Dann haben wir als nächstes noch einen Sommerkracher und zwar den Sal y Limón von Carna. Das ist ein ganz gediegener Sommerduft. Der ist so ein bisschen zitrisch, schwarze Johannisbeere. Fast ein bisschen wie eine Limo am Anfang. Also eher wie so eine hausgemachte Zitronenlimo. Er hat diese leicht aquatisch, ein bisschen salzigen Untertöne, auch wenn ich jetzt nichts in den Noten gesehen habe. Aber er ist definitiv so ein bisschen Strandfeeling. Ich finde auch die Farbe vom Flakon wahnsinnig fröhlich. Und ich muss sagen, dass der am Anfang so ein bisschen synthetisch kommt, der wird aber schöner, wenn er runtertrocknet. Also das ist auch einer, der gut mit euch durch den Tag gehen kann. Auch super für die Arbeit oder wenn man halt viel mit Menschen unterwegs ist und vielleicht auch sogar in engen Kontakt kommt, wenn man ein bisschen schwitzt, ist der perfekt. Er ist schon sehr zitrisch. Er ist jetzt weniger frischgrün, sondern wirklich schon mehr zitrisch, frisch, minimal salzig. Und jetzt haben wir was für die Fruchtliebhaber und zwar Gossip Night von Gritti. Das ist ein neuer, glaube ich, von Gritti. Und der ist sehr fruchtig süß. Also ganz, ganz, ganz pfirsichlastig. Pfirsich, Karamell und Sahne. Er hat schon so ein bisschen was von einem Werthers-Bonbon, auf dem man irgendwie, weiß ich nicht, Pfirsichmarmelade mit dazu isst. Ist jetzt persönlich überhaupt nicht meine Art von Duft. Ich stehe nicht so auf diese fruchtigen, sehr süßen Düfte. Aber das ganze Süße wird schon noch ein bisschen aufgelockert, auch durch die Litchi. Die gibt ein bisschen Säure, wir haben ein bisschen vanilligen Heliotrop. Wir haben auch richtige Vanille, Kaschmiran-Moschus. Also es ist ein sehr fröhlicher, fruchtiger, süßer Gourmand, den ich definitiv an Frauen sehe und der sich auch nicht zu ernst nimmt. Sagt ja auch der Name, ne? Gossip Night. Keine Ahnung, wie die mal auf die Namen kommen. Aber der Flakon ist sehr schön. Der Duft ist verhältnismäßig mainstreamig, würde ich sagen. Also vielleicht ein guter Einstieg. Wer jetzt gerade irgendwie aus dem Designersegment kommt, dem könnte der gefallen. Wie gesagt, mein Geschmack persönlich ist es nicht so, aber das macht ja nichts. Das Gute bei dem ist, er hält gut, was auch wichtig ist, weil er nicht ganz günstig ist. Gilt übrigens auch für den nächsten und zwar ist es Borelli von Tiziana Ferenzi. Das ist auch ein relativ neuer und das Witzige ist, der hat quasi keine Fruchtnoten gelistet, aber für mich macht er anfangs einen recht fruchtigen Charakter. Der ist voll mit Blüten und ein paar Aldehyden, die ihn interessant machen. Also sprich, die Aldehyde kühlen so ein bisschen ab und dann kommen sehr viele süße Blüten. Teilweise auch so einen tropischen Touch geben. Also wir haben Frangipani, wir haben Veilchen, wir haben Ylang-Ylang, wir haben Tuberose, wir haben aber auch Rose und Maiglöckchen. Ich finde, die süßen Blüten überwiegen hier und es ist typische Terenzi-DNA. Also wenn ihr schon Terenzis habt, die euch gut gefallen, dann ist das wahrscheinlich auch einer, der euch gefallen wird. Der ist auch sehr unkompliziert zu tragen. Ich finde den nicht besonders nischig. Der ist schon noch ein bisschen mehr elevated als die Düfte, die ich euch davor gezeigt habe. Im Sinne von, der hat schon auch noch was Edles. Er hat, würde ich fast irgendwie schätzen, so eine Safran-Note mit drin. Die habe ich jetzt nicht in den Noten gesehen, aber irgendwas Würziges, was noch so einen leichten orientalischen Kick gibt. Schön holzig. Qualität ist sehr gut.
Ich würde ihn allerdings dennoch immer vorher testen, weil, wie gesagt, der reißt euch schon ein Riesenloch in den Geldbeutel. Ah ja, was man schon noch sagen muss, die Haltbarkeit ist richtig stark. Das ist der stärkste Duft aus der ganzen Liste hier, aus dem ganzen Video. Der hält wirklich 12 Stunden plus und er strahlt auch richtig stark aus. Dann haben wir noch ein Release von Farmacia, das mich persönlich nicht so aus den Socken gehauen hat. Also eigentlich gar nicht aus den Socken gehauen. Und zwar ist es Oud e Rosa Nera, also Oud und schwarze Rose. Und der ist gar nicht so dunkel, wie der Name vermuten lassen würde. Der ist sogar recht fruchtig. Also wir haben da eine starke schwarze Johannisbeere mit drin, die diesem Rose Oud noch so einen Twist gibt. Bisschen Würze, bisschen Weihrauch, bisschen Oud Patchouli. Ich persönlich finde den extrem gewöhnlich und ehrlich gesagt nicht weiter erwähnenswert. Und jetzt kommt ein Duft, von dem bin ich sehr begeistert. Und zwar ist es der Ishq von Anfas. Wundert euch nicht, weil ich hier keinen Deckel habe. Bei den Testern gibt es leider keine Deckel mit dazu. Da blutet mein Ästhetenherz so innerlich ein bisschen. Aber okay, der Duft ist wunderschön. Und es ist tatsächlich mal ein fruchtiger, orientalischer Gourmand, wo ich voll dabei bin. Wo er mir nicht zu süß ist, nicht zu belanglos. Wir haben eine echt schöne Erdbeernote. Und Erdbeernoten gut zu machen, ist so schwierig. Für mich ist er so ein bisschen ein Love Child zwischen Baccarat Rouge und Erba Pura. Ich finde ihn um einiges weniger synthetisch als Erba Pura. Und er hat diese schöne Erdbeernote, die man richtig gut rauskennt. Also ich glaube, sogar Laien würden die Erdbeernote erschnuppern können. Den Safrankick natürlich, dem den Baccarat Rouge Faktor gibt. Und ich muss sagen, da stehen jetzt nicht viele Noten angegeben. Ich bin der Meinung, dass der noch sehr viel komplexer ist. Der wirkt auf mich nicht so simpel. Und der hält sich echt toll und der strahlt echt gut. Und er bringt Komplimente und er hat einen schönen Flakon. Also was willst du eigentlich mehr? Ich würde ihn als dezent feminin einschätzen. Wobei ich weiß, dass diese Art von Düften auch gern von Männern getragen wird. Aber es ist kein männlicher Duft. Also ich würde sagen Unisex, Tendenz, leicht feminin. Sehr schön. Dann habe ich noch einen Electimus. Und ich finde, das ist einer der schönsten Electimus, aber ich habe das Gefühl, über den spricht irgendwie niemand. Ich habe das Gefühl, gesprochen wird nur über Aquila Absolut, Imperium, Persephonis Patchouli, der Trajan, dieser Baccarat Rouge-Klon. Aber niemand spricht über diesen her und der ist super. Er heißt Vixere und ist so ein richtig schöner, femininer Duft. Finde ich zumindest. Ja. Der hat schöne, schöne, süße Blüten. Ist schon so ein bisschen Verführungsfaktor. Ist ein Date-Duft, ist irgendwie spannend. Ich glaube, viele Männer könnten den auch gut tragen. Aber für mich, ich kenne ja die Electimus-Reihe. Und die ist, finde ich, in ihrem ganzen Image ist die schon sehr maskulin. Also da ist wenig für Damen dabei, ich sag's ganz ehrlich. Aber der Vixere ist einer, den würde ich auf ein Date tragen. Der ist irgendwie süßblütig, bisschen spritzig, aber sehr fein gemacht. Gleichzeitig auch ein bisschen pudrig. Ja, das ist einfach auch so ein bisschen leicht indolisch. Und das hat immer was sehr Attraktives. Also ich würde den Frauen mal empfehlen, den zu testen. Electimus hat ein cooles Discovery-Set, der ist da auch mit drin. Schaut sich mal an. Und last but not least haben wir einen neuen von Panadora, und zwar den Moonlight. Und das ist ein ganz toller, würziger Pflaumenschokoladengourmand mit ein bisschen Zimt, mit ein bisschen, wie gesagt, Gewürzen. Etwas Tabak, etwas Honig. Aber wieder diese Art von Gourmand, die einfach perfekt ausbalanciert ist. Ich mag den richtig gern. Und der Sprüher, hey, habt ihr das gesehen? Ja, ich mag das Schokoladige. Und Schokolade kann ja alles Mögliche bedeuten, ne? Es gibt dunkle Schokolade, Milchschokolade, weiße Schokolade. Und hier sind zwar weiße Schokolade und dunkle Schokolade angegeben, aber was ich besonders bekomme, ist die dunkle. Dieses Kakaoige, das strahlt so richtig. Auch so ein bisschen fast, es macht wie so Kakaopulver den Eindruck. Also es ist durchaus ein bisschen pudrig, ein bisschen zimtig. Das ist wahrscheinlich die Gewürznelke. Und eben diesen schönen Pflaumenfruchtkick im Auftakt ist echt schön. Das ist einer, den müsst ihr euch unbedingt anschauen, wenn ihr auf Gourmands steht. Ich finde ihn unisex und ich finde ihn richtig, richtig toll. Performance ist auch toll. Also er hält sich 7-8 Stunden und strahlt moderat. Also meine Faves heute aus dem Video sind definitiv Moonlight, der Ishq. Ich finde auch den Kryptonite echt cool.
und den Irish Leather. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, falls ihr Meinungen zu den Düften habt, die ich euch heute vorgestellt habe. Und dann, wie gesagt, falls ihr bei Lily Silk shoppen wollt, schaut in die Beschreibung. Dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Ciao, ciao.